So, wir sind im zweiten Duell unserer Challenger Deck Duell Tournament Series vom Spielraum Wien, Bam. powered by Patrick Bordele. Tada. Der Patrick würfelt aus, ihr seht es wieder wundervoll angezeichnet, wer welches Deck bekommt. Ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich will. Ja! Ich Wundervoll. bleib bei Agro. Der Patrick kriegt die guten Decks. Wir sehen uns gleich im Spiel, würde ich sagen. Jawohl. So, wir sind im zweiten Duell Challenger Series Tournament, powered by Patrick Joje. Bordele. Acht. Acht. Sechs. Sechs. Dann fange ich an. Bitteschön. Huh. Bisschen viel. Also ich sag's ganz ehrlich, ich habe ein bisschen viele davon. Aber ich habe das und das mit dem. Ich werde skippen. Kennt ja nichts. Habe ich Balls of Steel oder nicht? Das war, musst du Ich mich. habe ein, ich hab Jetzt muss ich deine Frau fragen. ein Draw Step plus ein Square. Ich behalte es mir doch wurscht, geht schon los. Healer's Walk. Ja. Bolto. Nicht einmal. Bolt war schön, ja. Wie ist das? Ja. Bing, bing. Oha! Yes, sir. Wundervoll. Go. Gemein. Bitteschön. Alles, was recht ist, oder? Go. Ernsthaft jetzt? Wirklich jetzt, Papi? Ja, So wirklich jetzt. ranzig von dir. Elektroschmanzer. 2, 4. Muss den wieder kaputt machen. Er opfert sich, damit der Endstag kann. Ja, ist mal schon recht. Bitte schön. Also den hast du, der ist gesagt, gell? Marschall. Go. Fliegt nicht. Na, aber der. Achso, ihr kriegt den. Na, dann zahlt sich das höchste ein. 10, 25, hoppala, 25. Das ist jetzt wirklich lächerlich, oder? Das ist der dritte jetzt. Ja. Ja, bitte, Tina. Also wenn der Ton jetzt kurzzeitig scheiße war, es tut mir leid, die Aufnahme ist ausgefallen. Ich habe sie jetzt wieder gestartet, jetzt soll es besser sein. Zwei Karte. Jo. Bling. Weißt du, warum schießt du immer auf den? Weil ich kein Trottel Opfer bin. ich ihn für den. Dann geht's weiter. Ja, weiß ich nicht, wenn es den abschießen würde, hätte ich halt keinen Flying Attacker mehr. Weiß nicht, ob das nicht besser wäre. Achso, der liegt auf dem anderen Ja. drauf. Achso, na, passt. Ernsthaft jetzt, wirklich jetzt, Patrick. Wirklich jetzt, ja. Block den. Geh auf 8. Du gehst auf 27. Keine Ahnung, wie man das überleben Go. soll. So, hallo, der ist doch eh quadratisch als alles andere. 7. Zieh eine Karte. Sieben. Leg ein Land. Bitteschön. Sieben ist schon ziemlich deftig. Go.
Ja, jetzt hast du aber jetzt kannst du aufhören, wirklich. Bitteschön. Ich bin geblässt. Go. Ich ziehe eine Karte. Ja. Und schieß einen Schaden auf. Achso, der ist groß. Alle sind jetzt groß. Ja, schieß trotzdem einen Schaden auf den. Was? Dann gebe ich dem Hexproof plus 0 plus 3. Ziehe eine Karte. Schieß einen Schaden auf den. Der ist mittlerweile 8. Dann legen wir den Elektroschmanzer. Ja. Da fliegt nichts. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Oh ja, fliegt. Ich habe schon die Blessing. Ich habe gesagt, ich hab Blessing angesagt. Achso, du hast schon Blessing angesagt? Ja. Gut, du bist trotzdem noch immer zu schwach für Niv-Mizzet. Ja. Dann würde ich einmal mit 8 angreifen gehen. Ja, bitte. Jetzt wirst du eh nicht mehr verlieren, wenn das Board mal so ausschaut. Mhm. Go. Dann schieße ich. Wo schieße ich ihn auf dich? Ach gut. Angriff für 8. Bitteschön. Hm? Go. End of turn bounce. Ja. Darf ich eine Karte ziehen? Ja. Schieße ich eins auf dich? Ja. Spiele ich ein Opt? Darf ich eine Karte ziehen? Schieße ich eins auf dich? Ja, ist wurscht, da ist ja. 10-10 jetzt. Also 10-4. Passt. Puh, das war knapp. Nein, ich hab mich schon tot nicht gesehen. Wirklich. Naja, ich hab mich schon tot gesehen. Hast halt schon auch. Das Deck hat halt viel Removal, das ist gar kein so schlechtes Matchup, glaube ich. Na was, dann sehen wir uns gleich nach dem Boarden. Oder beim Boarden. Oder beim Boarden. Mein Boardingplan, hat mir ein bisschen Zeit gekostet, bis ich auf die Idee gekommen bin, wie ich das machen möchte. Ich sage es ganz ehrlich. Ich gebe die Schildmacher rein. Einerseits, weil sie halt von keiner seiner Kreaturen geblockt werden können und mit dem Dreier hintern auch von den meisten seinen Removal nicht abgeschossen werden können. Ich gebe die Conclave Tribunal rein, weil sie halt ein Removal Tint und ein Remorseful Cleric, weil sie halt, ja, die sein Deck ein bisschen zerstören. Ich gebe ein Land raus, weil das Deck, glaube ich, auch mit einem Land weniger gut operieren kann. Ich gebe zwei Aspirant raus, weil ich nicht wusste, was ich sonst rausgeben soll. Ich sage es ganz ehrlich. Die Überlegung war, ob ich den Bridemate rausgeben möchte oder halt den Vanguard, weil beide sind ja eigentlich jetzt nicht theoretisch schlecht, aber Bridemate kann halt auch größer werden als sein, das meiste seine Removal, weil er halt viele Sachen hat, die auf zwei Schaden schießen. Und Vanguard enabled halt den Bridemate, vor allem halt mit Schildmar, der halt auch Leben gibt, ist halt Bridemate wiederum gut. Und die Bride of Congress gebe ich 2 von 3 raus. Natürlich kann das auch theoretisch mich meine Kreaturen retten für ein Removal, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ich diese kritische Masse an Kreaturen immer wieder habe, weil er halt viel 1-zu-1 Removal gegen meine Kreaturen hat und da lege ich lieber eine Kreatur nach, als ja, mal eine zu retten oder so. Ich hoffe, das passt. So, mein Boardingplan für das Matchup: 3 Fiery Cannonade, 2 Sheevan Fire und 3 Beacon Bolt. Ja, wäre gut, aber es ist nur ein Beacon Bolt, es ist einfach das. Bessere Removal kommt rein. Fiery Cannonade plus einem Sheevan Fire oder einem Shock sind dann 4 Schaden. Beacon Bolt rüstet hoffentlich alles andere große ab. Rauskommen die Dive Down. Ich muss eigentlich nichts beschützen, weil das Deck zu wenig Removal hat. Dann gibt es ein Blink of an Eye als schlechtes Removal gegen ein Beacon Bolt als gutes Removal, mehr oder minder. Mirari Conjuncture kommt raus, weil es einfach zu langsam ist. Und langsam können wir es nicht leisten. Und dann gibt es jeweils ein Radical Idea und ein Charter Course raus, weil es von beiden das Playset gespielt wird und mir eben das Removal in den Early Turns lieber ist, als die Random-Karte zu ziehen. Hoffentlich geht das auf und ist nicht für einen Hugo wie beim letzten Mal. Dann los geht's, ich will nicht abheben. Patrick beginnt. Hoffentlich gewinne ich auch. So, was ist das für eins Hand? Ich zeig das jetzt mal her. Ich behalte das einfach. Ich kenne gar nichts. Ich behalte das. Hat vorher auch funktioniert mit irgendeiner Hand. Behalte jetzt wieder irgendeine Hand.
Ich behalte das auch. Da hat es definitiv weniger als vorher. Das war es gut, weil da habe ich zu viel zum Schluss gehabt. Dafür kann ich das jetzt nicht on curve spielen, aber schau mal, vielleicht geht's eh. Ah. El Vampiro tut. Das verändert etwas. Bitteschön. Na wundervoll. Haben wir ja alles, oder? Beginning of Combat. Ja. Krieg ich ein Leben? Hau ich dich für Super. eins. Krieg ich noch ein Leben? Passt. End of turn, eine Opt. Bist du? 1, 2 ist Kreierei. Sie ist jetzt gar nicht so live, würde ich sagen. Das gehen wir jetzt weg. Zum jetzigen Zeitpunkt. Zieh eine Karte. Schups. Das war auch nicht live. Dann ziehe ich eine Karte für Turn. Schieß mal gleich einmal das. Bitte schön. Wir wollen weniger von dem und mehr vom anderen. Sonst alles leibend, oder? Angriff für Du kriegst wieder zwei drei Leben, ha? und ich krieg zwei Leben, ja. Wundervoll. End of turn. Square 1. Das ist so mittel, glaube ich. Aber ich glaube, ich brauche irgendwas. Wenn er jetzt das hat mit zwei Schaden auf alle Kreaturen, kann ich mich nach Hause rollen. Draußen gehen. Ansonsten schaut es gut aus. So, das habe ich leider nicht. Okay, was ist heute wieder los? Was ich habe, ist ein Elektroschmanzer. Ah, der ist auch gut. Plus einem. Das flippt, das ist halt ein Problem. Deswegen habe ich hier einen mehr Lava-Pfeil. hingelegt. Ja, dann ist er tot. Bitteschön. Nein, nein, ich werde ihn opfern, damit er nicht exiled wird. Ja, ist gut. Voll, voll Pro-Play und so. Du bist so arg. Ich bin der Pack ich gar Ärgste. nicht. Angriff. Der ist 2-2. Ich block den, ist mir wurscht. Ja, kriegst trotzdem 2 Schaden. Eins, zwei. Das flippt. Und du kriegst wieder ein Leben. Ich krieg ein Du Leben. kriegst wieder zwei Leben. Go. Hurra. Alles, was er will, hat er. So. Das ist jetzt aber gut. Jetzt ist die Frage, wie ich das spiele. Es ist. Will ich. Nein, ich spiele das so. Zieh eine Karte. Jo. Schwupps. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich bin 4-4. Du bist 4-4. Nein, er ist 4-4. Er ist 4-4. Everyday I'm grübeling. Du, 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 du. Ich bräuchte ein Follow-up-Play. Das wäre dann gut. Was kommt? Das ist nämlich gag. Wieder Angriff für 5 5. und ich krieg 2 Leben. Und diesmal nur eins. Ach doch, der ist ja Der eher, hält genau. 2-2. So. Lava Coil, diesen gag. Und dann geht's Also. weiter. Aber 9 Leben ist halt auch schon ein bisschen Grenzwertig. unleibend. Warte mal. Ja, trotzdem. 7 Leben ist noch unleibend. Der. Go. Hast du kein Token? Die haben keine Token mitgeben bei dem Deck. Was? Schweinerei. Schweinerei. Ich kann dir da das fladern. Fladder mir das. Dann habe ich da einen Token. Genau, das ist der. Und dann kann ich. Das andere habe ich dann auch in Na, ist die ja wurscht, ist ja Box. dann noch ein Token. Ja, ich. So. Ah, das ist mein anderer Token. Ja, der Angriff. So. Ja, der Angriff. Ich spiele jetzt das und hoffe, dass ich ein Spell ziehe. Ha! Nein. Nichts Schierkes ausspielen. Gleich ein Schock drauf. Passt. 6. Go. Hast du noch sowas, dann kann man es kotzen.
Nein. Ernsthaft? Alles, was recht ist, oder? Alles, was recht ist. Ja, da kann ich angreifen, Gott sei Dank. Go. Hurra! Nicht mit, oder jawohl. Was? Jawohl. Guten Tag. Dann schieße ich 2 Damage. 2 Damage. Auf den. Und darf eine Karte ziehen, welche ich instant gespielt habe. Dann ziehe ich eine Karte. Dann schieße ich 1 Damage da drauf. Ja, ich glaub, scheißen, wirklich. Nicht mit, bester Mann. 7. Der Kollege 7. Dann geht's weiter. Jetzt gewinnst du es wieder wegen dem. Wegen Nif Misset. Bester Mann, oder? Du kriegst blub blub blub. Ja. Der ist 4-3. Org. 4-3 Org. Ja, super. 4-3 Urgut gegen 5-5 und unendlich, unendlich. 13 Schaden ist schon gestört. Krieg ich 3 Leben. Hurra. Oh, scheiße, das Pferd. Bist du? Dann ziehe ich eine Karte. Dann schieße ich... Der ist 1-1, gell? Das ist der ist 1-1. Ja, dann schieße ich auf den, bitte. Dann schieße ich aufs Pferd 4. Na komm. Darf eine Karte ziehen. Ja, ja, ja. Schieß 1 auf... Er kann liegen bleiben. 1 auf dich? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, haben wir da irgendwas im Graveyard, was wir nochmal casten können? Nein. Soll man jetzt beginnen, da anzugreifen? Ich glaube schon. Ich würde gerne mal für 8 angreifen. Dann geht's weiter. Auf 31 war ich. Ja, passt. Passt schon, passt schon. Go. Auf den bitte. Bing. Also jeder mit der LKS, alles was ich mit 1 Tafeln ist, legt vollkommen schwachsinnig, oder? Na der nicht, weil du kannst... Ja, der nicht, welchen, aber den legen. Aber dann auf der anderen Seite... Nein, ich leg den nicht, sorry. Kannst okay. Dann schieße ich eins auf dich. Ja, passt. Vielleicht hätte ich das andere. Dann schieße ich auf den. Wahrscheinlich habe ich das verzockt. Darf ich eine Karte ziehen? Ja. Schieße ich... Wahrscheinlich hätte ich... Eins auf dich. Wahrscheinlich war mein Sequencing off. Wahrscheinlich hätte ich... das nicht machen dürfen, sondern erst den Pumper legen, eine Runde langsamer spielen, Deck Board aufbauen. 14. Ich glaube, ich habe es verzockt. Attack für 9. Ich glaube, das kann man einfach, muss man einfach ganz anders spielen. Dann geht's weiter, bitte. Ja, aber Nif Misset ist halt gestört gegen das Deck, wenn du ihn resolvest. Ja, ja, das aber ist halt alles ich glaube, ich hätte einfach, wenn ich es anders sequenziert hätte, hätte ich dir mehr Schaden machen können in Summe. Ich habe halt super aggressiv gespielt, aber in Wirklichkeit muss man mit dem Deck, glaube ich, ab und zu eine Runde aussetzen, dann mehr aufbauen und dann halt mehr reinhauen. Und ich habe da jedes Mal was hingelegt, du hast jedes Mal eine Solution gehabt und das hat es halt einfach... So, und jetzt sind wir leider am Bobsch da haben, weil wir gewinnen wir das halt noch. Ich gewinne nächste Runde. Sag dir, wie es ist. Super. Das gefällt mir. Wirklich. Unglaublich. Wenn das am Stack ist? Ja, also so. Möchte ich gerne noch 2 Schaden da drauf schießen. Das heißt, der triggert. Ich ziehe eine Karte. Schieß 1 auf dich. Der ist jetzt... Der wird dann zu einer 10 wird er dann Power. Der ist 10, ja. 10.
hast zwei Handkarten. Nehme ich für Schaden. Aber dann bist du tot. Also du hast ein Ding für den. Warum bin ich tot? Ich bin so und so tot, wenn ich nie keinen Block habe. Ne? Mhm. Gut, resolved. Go. Nein, nein. Angriff. Ja, ich bald ein Beacon Board im Graveyard. Drei. Ja. Jups. Jups. Dann Beacon Board auf das. Jumpstart und Discard. Ah, das. Ja doch, geht schon. Discard. Bing. Exile. Ja, bin ich tot. Bring! Nach wie vielen sieglosen Partien habe ich jetzt wieder einmal gewonnen? Ich habe dieses bittere also wenn sich jetzt Leute in den Kommentaren schreiben, das hätten wir alles ganz anders zocken sollen. Ich glaube wirklich, da merkt man, dass ich dieses Mono-Weiß-Deck einfach nie gespielt habe bis jetzt. Ich glaube, das hätte man. Ich weiß nicht, ob ich es gewonnen hätte, aber ich glaube, es muss man ganz anders zocken, das Deck. Ich sag dir eins, ich habe keines der Decks nochmal gespielt. Von daher kann man alles wahrscheinlich anders spielen. Na gut, auf jeden Fall haben wir ein Finale, wir was ein nicht Finale, Agro gegen Agro ist, was ich mir eigentlich sehr stark erwartet hätte, aber dann halt nicht. Na passt, dann sehen wir uns gleich wieder. Jawohl.